Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hätte man sich jemals denken können, dass eine der coolsten Geschichten aller Zeit mit einem Glas Milch beginnt? Ich meine, okay, hat vielleicht die Geschichte von Hangover auch, nur war das dann im Endeffekt ein White Russian. Nein, Clockwork Orange ist eines der großen Meisterwerke von Stanley Kubrick, der nicht nur den Ruf von Malcolm McDowell als absolut phänomenalen Schauspieler zementiert hat, sondern finde ich auch immer noch als eines der großen unbestrittenen Meisterwerke von The Q dasteht. Clockwork Orange war noch dazu einer der ersten Kubrick-Filme, die ich jemals gesehen habe und einer, der mich wirklich absolut fasziniert hat und der finde ich eben auch in den fast mittlerweile x Jahren seiner Existenz nichts an seiner Wirkung verloren hat. Der Film feiert ja im Jahr 2021 sein 50-jähriges Jubiläum und obwohl das auf der Verpackung nicht draufsteht, können wir jetzt einfach mal so tun, als ist diese brandneue Veröffentlichung hier im Rahmen der Titans of Cult Edition hier das 50th Anniversary Special von diesem Film. Der Film kommt ja grundsätzlich dieses Jahr jetzt in 4K auf den Markt, ist hier auch im deutschsprachigen Raum in einer 4K-Version angekündigt bzw. veröffentlicht worden, wobei das Steelbook dort ein bisschen anders ausschaut. Hier bekommen wir nämlich neben dem Steelbook auch wieder mal einen von diesen wunderschönen PET-Schubern, der beim zweiten Anlauf bei mir von Amazon noch tatsächlich fast unbeschädigt geliefert wurde. Aber da fällt mir auf jeden Fall auf, dass vielleicht die Titans of Cult Leute ein bisschen mehr auf die Grundierung achten hätten sollen, weil das schaut gar nicht mal so toll aus, dass jetzt hier durch diesen weißen Spine das Steelbook durchschimmert. Das hatten wir ja bei den anderen Teilen aus dieser Reihe nicht. Ich habe jetzt hier mal einen Großteil meiner Titans of Cult Editions zufälligerweise genau hier stehen. Wo wir Batman, Space Jam und einige andere sehen, da war das noch nie ein Problem, fast wobei gut, bei Mad Max sieht man hier das Steelbook auch ein bisschen durch, wenn man ganz genau schaut, aber wurscht. Wir können jetzt einmal hier weiterschauen auf das auf diesen Release. Wir haben eben das startende Glas Milch hier vorne drauf. Vielleicht einmal zuerst Blick auf das Backcover. Da bekommen wir eben einerseits die technischen Informationen rund um diesen Release. Vor allem ist es wahrscheinlich für die deutschsprachigen Filmfans interessant, wie es denn hier mit den Tonspuren ausschaut. Und wenn wir eben hier bei der 4K Blu-ray schauen, finden wir deutschen Ton gelistet und auch bei der Standard Blu-ray finden wir deutschen Ton gelistet. Das heißt, auf beiden Medien, in beiden Fassungen ist zumindest laut Backcover hier bei diesem Release auch deutscher Ton mit dabei. Können wir das einmal entfernen und schauen, was wir darunter finden. Da haben wir einfach nur ein weiteres simples Design auf diesem Backcover, wobei ich es absolut genial finde, dass so dieser durchgehende Text von der Corova Milk Bar hier eben auch auf dieser Titans of Cult Verpackung quasi zu sehen ist und natürlich die Droogs dann hier mit diesen langen Schatten. Aber das, was ja bei den Titans of Cult Veröffentlichungen immer mit am spannendsten ist, ist die Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich auf dem Außencover auf dieser Plastikbox und was ist das Design des eigentlichen Steelbooks? Und ich denke mir, das sollten wir jetzt gleich einmal beantworten, indem wir das Steelbook nach draußen holen. Da finden wir auf dem Frontcover vom Steelbook eben hier dieses Design. Wir merken eben, dass das eine, das wirklich klassische Auge, dieses absolute Identifikationsmerkmal hier eben von Malcolm McDowell in dem Film, wunderschön hier auf diesem Steelbook-Frontcover ist, das natürlich eben hier diese schemenhafte Darstellung der vier Charaktere und eben auch der weiterführende Text auch auf dem Steelbook ist. Dass das Steelbook aber grundsätzlich keinen Titelschriftzug auf dem Frontcover hat, interessanterweise, wobei das ja eigentlich seinen Hut darstellen soll hier und auch ganz in Ordnung ist. Dafür haben wir aber zumindest den Titelschriftzug, wenn die Kamera scharf stellen würde, könnte man es ein bisschen besser sehen, danke, auf dem Spine bzw. dann eben auf dem Backcover dieses Motiv mit den gehenden Personen, wo man natürlich ebenfalls sofort Malcolm McDowell rauserkennt und alle Charaktere, die er wirklich
beeindruckend sind, sofort zuordnen kann. Das ist sehr schön gemacht. Das Einzige, es gibt aber trotzdem ein paar Dinge, die mich bei dem Design ziemlich stören. Wir haben hier in der Mitte ein bisschen einen Fleck, das ein bisschen ausschaut wie eine Clownsnase aus Silber. Haben wir diesen metallischen Steelbook-Effekt. Ansonsten ist es ein komplettes Full-Gloss-Steelbook, was überhaupt keinen Metallic-Effekt bietet, was auch irgendwie von der Art und vom Stil her überhaupt nicht zu den anderen Titans of Cult Steelbooks passt. Und dazu haben wir halt natürlich eben auch noch diese Einschränkung, dass es sich bei der äußeren PET-Box um eine größtenteils weiße Edition handelt, durch die eben die anderen Elemente ziemlich deutlich durchscheinen. Dazu können wir uns aber an der Stelle jetzt noch einmal anschauen, was wir dann hier zusätzlich noch dazu bekommen. Da sind zwei von diesen sogenannten Pins auf jeden Fall dabei, zu eben zwei recht bekannten Motiven, sind, finde ich, jetzt irgendwie nicht unbedingt die spannendsten Goodies und Beigaben, die man bei sowas haben kann, aber welche, die man halt tatsächlich bei Titans of Cult Veröffentlichungen immer kriegt, damit die aber während dem Transport nicht fliegen lernen, beziehungsweise natürlich dann auch keine Schäden irgendwie beim Steelbook hinterlassen können, haben die hier ihr festes Zuhause in so einer Plastikwanne, die auch meiner Meinung nach angenehm fest und stark ist. Man muss halt nur trotzdem aufpassen, dass nicht vielleicht irgendwas von diesen Clipsern über den Rand drüber schaut und vielleicht irgendwelche Schäden auf lange Sicht am Steelbook verursachen kann. Dann schauen wir noch einmal ins Innere. Da wartet, passend eigentlich zum Titelschriftzug hier, das komplett orangene Picture Disc. Das nehme ich Ihnen eigentlich gar nicht übel. Das passt in dem Fall. Passt das durchaus zu dem Film, dass man das so gemacht hat. Und auch, dass man eben wirklich nur diese Schriftzüge hier im Inneren hat. Auch diese übrigens, weißer Text auf schwarzem Hintergrund, aber dafür natürlich komplett scharf gemacht. Also das ist kein Screenshot oder irgendwas aus dem Film. Das ist exklusiv eben für dieses Steelbook und halt generell für diese Veröffentlichung dann gemacht worden. Und ist sehr scharf, ist außerdem komplett grundiert, ist recht kräftig im Druck, lässt aber eben auch zu keiner Zeit irgendwo diesen metallischen Steelbook-Effekt durch. Das ist ein recht, schlichtes Design eigentlich. Also in letzter Zeit sind die Titans of Cult Steelbook Veröffentlichungen für mich immer mehr Hit and Miss. Wir haben immer wieder wunderschöne dabei, wie eben zum Beispiel das von Batman, glaube ich, das relativ cool war. Beziehungsweise auch die Goonies oder Scott Pilgrim, die recht cool waren. Aber Space Jam hat mich persönlich nicht umgehauen. Und das ist, muss ich, glaube ich, fast sagen, nachdem ich schon seit einiger Zeit eben die Titans of Cult Steelbooks immer kaufe und eigentlich auch alle in meiner Sammlung habe, in Wirklichkeit das von fast allen, mit Ausnahme vielleicht von Space Jam, das mir fast am wenigsten gefällt, das irgendwie am wenigsten zu bieten hat und einfach nur am unspannendsten ist, weil es irgendwie, ja, überhaupt nicht beeindruckend ist. Und vor allem, was mich eben in dem Fall stört, auch eben dieser typische Titans of Cult Effekt, wegen dem ich diese Reihe ja so schätze, hier gar nicht mal so doll zum Tragen kommt, weil einfach das Steelbook-Design zwar nicht grundhässlich ist, aber halt eben auch nicht zu dem passt, was irgendwie zu einem Standard für diese Reihe geworden ist. Gut, man muss aber auch sagen, im Vergleich zu den anderen Filmen, die man bis jetzt in der Reihe, naja, nein, gut, 2001, war ja sogar schon ein anderer Kubrick, den man in der Reihe gebracht hat. Also der Film per se hat natürlich in jeder Reihe irgendwie seine Daseinsberechtigung. Man hat, wie üblich bei diesen PET-Schubern von Warner, das große Problem, dass sich die nicht immer gerne leicht schließen lassen. Das war ja auch bei den Game of Thrones Veröffentlichungen so. Aber wie gesagt, so mit diesem semi-transparenten Backcover, ich meine, es schaut da so aus, als wäre es gewollt und ist damit grundsätzlich in Ordnung. Beim Spine stört es mich ehrlich gesagt mehr. Das ist eine, dafür, dass ich normalerweise ein großer Fan der Titans of Cult Veröffentlichung bin, würde ich sagen, ist das ein, naja, Ding.